geil. Neues Video von Triabi. Bla bla bla. Bla 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 bla. Der quatscht die ganze Zeit nur, was ist das für eine Scheiße? Oh, langweilig. Aus! Ja, hallihallo, liebe Zuschauer vom Triabi, von mir. Ich möchte euch heute mal einen kurzen Zwischenbericht geben. Wie läuft das Training für die Challenge Rot? Das ist ja also nicht ganz so einfach, wie sich herausstellt, aber war auch vorher klar. Und ich möchte einfach mal kurz ein paar Dinge euch erzählen, wie es gerade in den letzten Monaten sich so eingepegelt hat, was ich so mache, wie oft ich was schaffe und wie mein Plan ist und so weiter. Man hört es vielleicht schon ein bisschen, ich bin leider wieder ein bisschen erkältet. Die Kombination aus viel Sport, wenig Schlaf und ein Mitbewohner, der relativ oft selbst krank ist, führt wirklich, wie man sich das mal vorstellt, zu dem Ergebnis, dass man sehr oft mit seinem Immunsystem hadert. Aktuell ist es wohl nur eine kleine Erkältung und hoffe, dass es relativ schnell gegessen. War auch jetzt fast am Ende von dem Trainingszyklus, so dass ich nicht ganz so viel ausfallen lassen muss. Neulich kam die E-Mail von der Challenge Rot, 150 Tage sind es nur noch. Und das heißt, jetzt kommt langsam die Phase, wo es richtig drauf ankommt, richtig und viel zu trainieren. Und das ist auch schon gleich am ersten Punkt, den ich mal kurz ausführen will. Wie läuft das Training bisher her? Also ich bin wirklich sehr erleichtert, dass ich das Trainingspensum, was ja so ungefähr immer 10 Stunden in der Woche bisher war, doch ganz gut abdecken kann. Also es fällt mir jetzt nicht unglaublich schwer, so viel zu trainieren, aber man gewöhnt sich doch relativ schnell dran. Da bin ich überrascht und erleichtert. Das heißt, es gibt auch einfach dann irgendwann eine Routine und man weiß, okay, und ich hatte vorher wirklich große Angst, dass ich dieses große Trainingspensum nicht so gut gebacken kriege, auch von der Motivation her. Aber bis jetzt läuft es relativ gut und ich bin froh, dass es so ist, wie es jetzt ist. Bis auf die Krankheit läuft es echt gut. Das war also allgemein. Jetzt kurz ein bisschen spezifischer. Ich habe jetzt angefangen, so Trainingsblöcke zu machen. Das heißt, wer mir auf Strava folgt, hat das vielleicht gesehen. Ich war vor 3 Wochen quasi 3 Tage am Stück relativ viel laufen. Die Woche drauf war ich 3 Tage schwimmen. Und diese Woche wollte ich eigentlich 3 Tage am Stück Rad fahren, wobei ich nur 2 geschafft habe wegen der Krankheit. Also laufen ist echt gut. Hatte ein bisschen Angst vor den großen Distanzen, weil ich mich da ein bisschen wieder von entwöhnt hatte. Aber das ist doch ganz gut. Macht Spaß. Bin auch schon schneller geworden. Plus gut. Ja, Fahrradfahren macht sowieso immer Spaß. Bei den Temperaturen gerade draußen ist es ein bisschen schwierig, sich da immer so motivieren. Also ich hatte neulich eine Fahrt bei, ich glaube, minus 2 Grad. Schnee und Eis, es gelang mir fast nicht, mich mal entspannt auf den Lenker zu lehnen, weil die Straße dauernd vereist war. Und das Radtraining auf der Rolle ist ja nun wirklich nicht so. Also, Radtraining auf der Rolle ist halt Training und Fahrradfahren draußen ist halt Fahrradfahren. Und wenn es irgendwie geht, fahre ich halt lieber draußen, das ist ganz klar. Aber wirklich was unter 0 Grad ist, ist sehr, sehr schwierig und verlangt einem auch mental sehr viel ab. So, und meine größte Baustelle, Schwimmen. Also da ist es jetzt wirklich so, also man kann, wenn man will, von einer leichten Verbesserung reden. Ich komme immer ein bisschen mehr rein. Also wer das jetzt hier schon länger verfolgt, der hat ja gesehen, ich habe noch nie ein Video zum Thema Schwimmen gemacht. Weil ich einfach, also Schwimmen ist einfach für mich der wirklich, das ist richtig hart. Also das ist eine Disziplin, die ich einfach nie so richtig überwinde, nie so richtig in den Flow reinkomme und nie dauerhaft Spaß dran habe. Ganz komisch. Ich lerne jetzt seit ungelogen 3,5 Jahren das Kraulen. Oh, ihr geil! Bin jetzt so weit, dass ich etwa 200 Meter am Stück kraulen kann. Also ohne Neo. Geil! Deswegen muss ich da, also ich komme wirklich immer irgendwie da in der Schwimmhalle an, bin so ein bisschen motiviert und komme dann raus und denke, oh Gott, das war also Hilfe. Also ich will sagen, Schwimmen ist immer noch eine Baustelle, Radfahren ist immer noch meine Lieblingsdisziplin und Laufen macht wieder Spaß. So kann man alles gut zusammenfassen. So, was sind für mich Herausforderungen, die ich jetzt festgestellt habe? Dazu würde ich gerne noch was sagen. Es ist ja natürlich nicht alles so, dass man einfach nur trainiert und das alles so
so super funktioniert. Essen ist für mich doch eine größere Herausforderung geworden, als ich dachte. Die Kalorien mir einzuverleiben, die ich brauche, ist manchmal nicht ganz leicht, wenn man sich halt nicht unglaublich ungesund ernähren will oder sich nur den ganzen Tag 6 Avocados reinzieht. Nach einer Radeinheit von 3 Stunden, dann sitze ich halt auch gern mal eine Stunde hier am Tisch und esse hoffe, dann reicht es auch irgendwie. Eine große Herausforderung ist außerdem für mich, andere Hobbys aufrechtzuerhalten. Ich bin ja jetzt nicht nur der reine Triathlet, sondern mache auch gern andere Sachen. Ich spiele Schlagzeug. Das heißt, ich bin großer Musikfreund, Liebhaber, mache selber Musik, jongliere sehr gerne, lese gern sehr viel und informiere mich. Und das läuft alles gerade irgendwie nebenbei, fast gar nicht, weil, also das geht einfach nicht. Die nächste Herausforderung ist nämlich auch, dass ich so eine kleine Arbeit habe jetzt nebenbei, kleine Arbeit, kleiner Minijob quasi, den ich jetzt auch noch ausführen muss oder möchte. Und am Ende schreibe ich eigentlich auch gerade noch die Masterarbeit. Ich sitze halt in der Bibo manchmal und schreibe eine Seite. Oder ich sitze halt auch manchmal in der Bibo und schreibe 3 Zeilen. Und merke dann irgendwie, verdammt, jetzt, also jetzt, so richtig voran geht's hier nicht. Die große Herausforderung ist also, die vielen kleinen Tätigkeiten alle irgendwie unter den Hut zu kriegen. Aber damit hat man vermutlich jeder zu kämpfen. Da bin ich sicherlich nicht der Einzige. Und natürlich auch am Ende noch die sozialen Kontakte nicht aus den Augen zu lassen. Es ist auch manchmal so, dass ich jetzt 3-4 Tage nur unmittelbar meine Mitbewohner hier sehe und sonst niemanden, weil ich einfach so in meiner eigenen Welt fungiere und hier eine Aufgabe und da noch ein Stück und da was mache, Video drehen etc. Also das ist schwierig, da den sozialen Anschluss nicht zu verlieren. Obacht! Kann ich ja sagen, Obacht. Denn das ist für mich immer das ganz Wichtige, dass ich nicht in dieser eigenen Triathlon-Welt versinke und versacke und gar nichts mehr von außen irgendwie mitkriege. Das also als kleiner Einblick in mein Leben, wie läuft gerade das Training und alles andere und drum. Danke fürs Zugucken. In der nächsten Woche werde ich, wenn ich wieder gesund bin, den zweiten Leistungstest Low-Budget-Test machen, habe mir da einen rausgesucht, mit dem ich meinen Fettstoffwechsel testen kann, selbstständig. Da bin ich gespannt, weil ich denke, mein Fettstoffwechsel ist hier richtig gut. Richtig, richtig gut, ja. Also da können sich andere noch Fettstoffwechsel abschneiden. Hier. Danke fürs Zugucken, danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Oh, ihr geil! Aus!